So, jetzt bin ich in der Dunkelkammer und jetzt werden die Filme entwickelt, die ich gemacht habe auf dem Friedhof Manegg. Wichtig ist, wirklich alles bereitlegen, dass man auch alles findet im Dunkeln. Weil Licht machen zwischendurch funktioniert nicht. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht dazu, wo man sieht, wie das funktioniert mit dem Einfädeln von den Filmen in die Halterungen und wie die Halterungen nachher in den Tank kommen, wie der Deckel oben drauf kommt. Sobald ich alles im Tank hinein habe und kein Licht mehr dazu kommt, sehen wir uns wieder. So, da bin ich wieder. Die Bilder sind hier im Tank hinein. Kassetten wieder vorbereiten. Schauen, dass die Weisseite raus schaut. Drehen. Also nicht so. Und dann so einführen. Und dann ist man wieder bereit fürs nächste Shooting. Bei der zweiten Kassette genau dasselbe. Das war's. Jetzt geht es ans Entwickeln. Was ich noch gemacht habe bei meinen Kassetten, ist, das sieht man nachher am entwickelten Film sehr gut. Ich habe hier habe ich Kerben eingeschnitten. Hier ist Bild 1, habe ich auch hier oben beschriftet. Hier hat es zum Beispiel vier Kerben drin. Wäre also dann das Bild 4. Das tut zum Archivieren, tut es das etwas ein einfacher machen, dass man die Filme wieder findet. Also da wäre jetzt 4. Wenn man sie umdreht, wäre es dann 3. Da sieht man 3 Kerben. Und da oben habe ich es mit 3 beschriftet. Und das gleiche, 1 auf dieser Seite, 2 auf dieser Seite. Jetzt kann man sich fragen, ja, ich wollte nicht 5 oder 10 Kerben rein machen. Wenn ich jetzt das 8. hätte zum Beispiel, hätte ich jetzt in der Mitte eine Kerbe für das 5. Und dann noch 3 Kerben auf der Seite. Dann weiss ich, ja, 5 plus 3 wäre ein Bild 8. Und so weiter. So, zum Chemie ansetzen brauche ich die App. Massive Depth Chart. Ich habe ja einen Fomapan 100. Ich wollte mit 1 zu 25 Mischverhältnis Wasser Chemie. ISO 100 ist der Film. Und wenn ich dann da rübergehe, sehe ich die Zeiten 4 Minuten bei 35 mm, 4 Minuten bei einem Mittelformat und 4 Minuten bei Blatt, also bei Planfilm. Also habe ich eine Entwicklungszeit von 4 Minuten für die 4 Blätter, die dort drin sind. Im Verhältnis 1 zu 25. Bei diesem Tank brauche ich eine Füllung von 475 ml. Also ich gebe immer 480 ml. Verhältnis 1 plus 25. Kann man das ausrechnen und dann kann man die Chemie so abstimmen, dass es passt. So, ich habe jetzt mal das Wasser eingefüllt. 460 ml. Das ist das Rodinal, das ich brauche, wenn ich mal etwas im Becher reingekippt. Die Zeitdauer habe ich schon 4 Minuten eingestellt. 18 ml Chemie brauche ich. Mache ich mit so einer Spritze. Kommen wir in der Apotheke über. Man muss einfach sagen, dass man es zum Filmentwickeln braucht. Dann ziehen wir da mal auf. Da hat man eine schöne Skala. Ja, 18 ml. Schauen, ob es wirklich so ist. Rein mit dem Zeug. Den Rest kann man wieder zurückkippen. Ich
muss immer ein bisschen umständlich den Ring wegnehmen. Den Stupfen. Und das Rodinal, das ist ja fast unbegrenzt haltbar. Und ich habe auch noch geschrieben, wenn ich es aufgemacht habe und das erste Mal gebraucht habe. Ich tue es dann hier immer so in den Sack rein. Und stelle das nachher wieder aufs Gestell rauf, was ich alles wieder finde. So. Das wird nachher geputzt. Dann machen wir den Tank auf. Und sobald ich jetzt Chemie einfülle, fange ich an Zeit zu stoppen. Weil es fängt dann schon an entwickeln, sobald ich Chemie einfülle. Dann kommt hier der Lüftungsdeckel drauf. Dann, wie ich schon mal gesagt habe, den Tank zusammendrücken, bis man die Flüssigkeit sieht, steigen. Und wenn man sie sieht, kann man den Deckel draufschrauben und drückt heben, bis es zu ist. Dann ist okay. Und dann geht es ans Entwickeln. Ich kippe jetzt eine Minute lang. Und nachher schlage ich auf. Und das Ganze durch die restlichen 3,5 Minuten. Und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt ist dann eine Minute rum. Und das mache ich, dass keine Luftblätterli am Film kleben bleiben und irgendwelche Rückstände hinterlassen. Jetzt warte ich eine Minute. Das dann einmal dreimal kehren. Dann dasselbe noch einmal. Minute warten, dreimal kehren. Und dann kann man die Chemie schon wieder auskippen. Jetzt habe ich nochmal dreimal gekippt, nochmal draufgeschlagen. Jetzt habe ich aber hier ein Haushaltspapier drunter gelegt, weil ich auch gesehen habe, dass es sauert. Ich habe jetzt hier mal kein Klebeband drüber gemacht. Ich werde aber das nächste Mal wieder das Klebeband drüber machen, weil es ist nicht hundertprozentig dicht. Und dann gibt es einfach immer so ein paar Tröpfchen und das Zeug hinterlässt auch Rückstände und sieht nicht wirklich gut aus. Also lieber ein Papier drunter legen oder halt wie ich. Im Normalfall hier das Klebe drum, hier drauf abziehen, festkleben. Und dann ist das Ding wirklich dicht. So, jetzt ist die Minute wieder rum, jetzt muss ich nochmal dreimal drehen. Es tropft nämlich nichts mehr raus, das merke ich. Schlagen drauf. Jetzt müssen wir schnell ein paar Sekunden abwarten. Und bei dieser Zeit kann man dann schon mal die Lüftungen aufmachen bzw. den Deckel abschrauben, die brauchen wir ja nicht mehr. Und sobald dann da die Uhr pfeift, können wir auskippen. Jetzt ist es ein bisschen farbig. Das hat mit dem Trägermaterial zu tun vom Film. Der Fomaton ist jetzt hier so grünlich-blau. Es gibt welche, die völlig transparent ist, da siehst du gar keine Farbe. Jetzt kommt ein Stoppbad rein. Das zeige ich jetzt aber nicht mehr, weil das ist das gleiche wie hier auch. Fixieren dasselbe. Einfüllen, zuschrauben, kippen. Aufmachen, ausleeren. Bis zum Schluss macht es also keinen Sinn, dass ich jetzt das so zeige, weil das ist nicht wirklich interessant. Haben Sie jetzt gesehen, wie das Kippen funktioniert. Was einfach wichtig ist, dass man die Chemie nicht irgendwo in Ausguss kippt, sondern in einen separaten Behälter und den dort fachgerecht entsorgen. Also ich kippe meine Chemie in so einen alten Kanister von destilliertem Wasser. Der hat 5 Liter Platz, also habe ich ein paar Filme entwickelt, die ich den voll habe. Wenn er dann voll ist,
bringe ich ihn in die Entsorgungsstelle und dort wird er fachgerecht entsorgt. Was ihr ja mit dem Stoppbad nicht machen müsst, Stoppbad kann man in eine Flasche tun, die zeige ich euch gerade mal. Das wäre jetzt meine Stoppbadflasche, da haben 2 Liter Platz. Dann kann man Stoppbad anmachen, gemäß Anleitung, in welchem Verhältnis. Und dann kann man das immer wieder zurückkippen und kann das immer wieder brauchen. Ich brauche das ca. 10 Mal. 10 bis 15 Mal, bis ich dann das Gefühl habe, ja, jetzt ist es nicht mehr gut. Dann kann man das kann man auskippen im normalen im Lavabo, weil es eigentlich nur eine Essiglösung ist, das ist nichts anderes. Und den Fixierer muss man aber wieder sammeln, weil der hat ja Silber drin vom Film. Weil der Film ist ja silberbasiert. Und der tut das vorige Silber rausspülen und tut so den Film fixieren, dass nachher nichts mehr schwarz wird und dass man Bilder auch anschauen kann, beziehungsweise negativ anschauen kann im Hellen. Und den Fixierer muss man auch gesondert sammeln und entsorgen. Die Flaschen, die habe ich beim Fotomedia gekauft, so wie es mir ist. Ich weiß nicht mehr, was sie gekostet haben, aber ich habe 3 Stück von denen. Also, ich fülle jetzt das Stoffbad in die Mensur. Das heisst, das Ding da heisst Mensur. Auch wieder 475 oder 480 Milliliter. Man braucht das nicht unbedingt, das Stoffbad. Man kann das auch mit normalem Wasser machen. Kann man den Tank füllen mit normalem Wasser. Deckel drauf, ein paar Mal kehren, ausleeren und das Ganze vielleicht 3, 4, 5 Mal machen und dann ist der Film auch gestoppt. Ob es ein Planfilm ist oder ob das ein Mittel- oder ein Kleinbildfilm ist, das ist völlig wurscht. Es geht einfach darum, dass man die Entwicklung stoppt. Aber ich nehme jetzt einfach Stoppbad, weil ich es habe. Wie gehabt, einfüllen. Da stoppe ich jetzt keine Zeit. Weil das ist jetzt nicht much entscheidend. Mache ich einfach Deckel drauf. Dann aber auch wieder den Behälter zusammendrücken. Schauen, bis die Flüssigkeit steigt. Machen dann zu. Und das Kläubchen lasse ich immer noch drauf. Weil sonst sauert es wieder. Und dann einfach ein paar Mal kippen. Ich brauche ja Stoppbad auch für Papierentwicklung, wenn ich hier mit dem Vergrößern und negativ vergrößere, muss ich auch Entwickler, Stoppbad und Fixierer haben. Und darum ist es gut, dass man Stopp und Fixer auch für den Film brauchen kann. Und Entwickler, jetzt bei der Papierentwicklung, den muss man auch nicht wegkippen, noch einmal Papier entwickeln, den kann man auch ein paar Mal brauchen. Nochmal kippen. So, das war's. In dieser Zeit kann ich noch die Flaschen aufmachen. Ich kann die 2 Schrauben wieder aufdrehen. Und vorher, bevor ich das gemacht habe, bin ich ja schnell im Bad gewesen, habe alles gewaschen, alles ausgewaschen. Ich habe auch die Mensur ausgewaschen, weil da war ja der Entwickler drin gewesen. Und den wollte ich schon ganz draußen haben, keinen Rückstand drin haben, bevor ich irgendetwas anderes einkippe. Ich mache das nachher auch, bevor ich den Fixierer rein tue, tue ich die Mensur zuerst nochmal auswaschen im Bad. So, jetzt können wir hier den Stoppbädchen wieder zurückkippen. Kann man mehrmals brauchen, wie ich gesagt habe. So. Wieder zuschrauben. Und wieder verräumen. Da habe ich jetzt den Fixer oder den Fixierer. Da ist genau die gleiche Füllmenge, 475 oder 480, je nachdem, wie man es halt gerade trifft.
Ja. Fixer auf die Seite stellen. Und fixieren tue ich gleich lang wie entwickeln. Auch wieder 4 Minuten. Wenn ich anfange nie zu kippen, fange ich an die Zeit laufen lassen. Weil das Fixieren ist schon ein wichtiger Prozess. Das macht schließlich das Negative oder den Film leicht unempfindlich. Weil wenn ich ihn jetzt wieder rausnehme, bevor ich es fixiert habe, wäre der Film kaputt und schwarz. Weil dann würde ja der Film reagieren mit dem Licht und würde es silber schwärzen. Sind wir auch in der Kippe. Aber da gehe ich jetzt nicht so sklavisch vor wie beim Entwickeln. Eine Minute lang kippen, absetzen, eine Minute warten, dreimal kippen. Da kippe ich einfach ein paar Mal in diesen 4 Minuten. Und in der Zwischenzeit, wenn das Ding mal steht, kann ich die Mensur ins Bad waschen. Und wenn ich wieder komme, kann ich wieder ein paar Mal kippen. So, in der Zwischenzeit habe ich die Mensur ausgewaschen. Jetzt habe ich noch Minute 12. Dann wieder mal kippen zwischendurch. Dass sich da schön das Silber löst vom Film. Dass das der Fixierer kann aufnehmen kann. Und was ich jetzt dann als nächstes habe, ist das Wash-Aid. Das ist eben die Flüssigkeit, die verhindert, dass es auf dem Film Kalkflecken gibt. Auch die kann man natürlich mehrmals brauchen, das muss man nicht noch einmal wegkippen. Ich habe jetzt hier auf dem Ilford Wash-Aid, es gibt von ganz verschiedenen Herstellern gibt's das Mittel. Man muss einfach das Verhältnis beachten, in welchem Verhältnis das man es mischen muss. Und dann ist gut. Und das tue ich nachher reinkippen, mache dann hier den Deckel auf, kippe es rein und lade das eine Minute, zwei dort drin stehen. Und dann sind die Filme hoffentlich dann nach dem Trocknen kalkfrei. Jetzt ist es noch fertig, jetzt kippe ich es nochmal. Ob ich jetzt ein paar Sekunden drüber bin oder nicht, das ist Wurst. Ja, abstellen, 4 Minuten sind rum. Im Video sind es natürlich keine 4 Minuten gewesen, schon klar. Wäre einfach ein bisschen langweilig. Wie gehabt, aufschrauben, zurückkippen, einen Behälter für den Fixer. Ich gehe jetzt noch schnell den Tank auswaschen im Badzimmer, dann schnell ein-, zweimal füllen und kippen aus, ohne schwenken. Einfach, dass da wirklich alle Fixer draußen ist. Dass ich nachher das Bett einfüllen kann. So, jetzt kommt die Stunde oder Minute der Wahrheit. Jetzt nehmen wir das Kalabi weg. Auch das brauche ich mehrmals. Bin einfach so, dass ich ein bisschen sparsamer bin. Dann wollen wir hier die Deckel wieder draufschrauben. Kann man es besser wegnehmen. Oder aufmachen. Jetzt kommen wir hier rechts. Und das geht jetzt nur so flockig und leicht, weil ich das mit dem Silikonöl eingeschmiert habe, die Dichtung. Das geht also unheimlich gut. Im Gegensatz zu vorhin, bevor ich das hatte, hatte ich immer ein rechts Knorz. So, jetzt schauen wir mal, ob da etwas drauf ist. Wie man sieht, sieht man nicht viel. Mal ein bisschen rausziehen. Ein Bild weiß ich, das habe ich verhauen, das ist denke ich, das da. Das dritte Bild habe ich überbelichtet, weil ich den Belichtungsmesser falsch interpretiert habe. Das waren dort nicht 2 Sekunden gewesen, sondern es wären nur eine halbe Sekunde gewesen. Also ist massiv viel zu Licht drauf gekommen, dann sieht der Film so aus. Muss ich gar nicht rechnen, muss ich gar nicht behandeln. Dann die anderen zwei. Sieht gut aus.
Ich habe auch ein viel Licht abbekommen. Müssen wir mal schauen, wie er dann aussieht, wenn er trocken ist. Dann stellen wir die hier wieder rein. Kippen das Waschen rein. Jetzt lassen wir das eine Minute, zwei stehen. Kippen das wieder zurück. Und das Waschen ist mit destilliertem Wasser angemacht. Da sollte man also nicht Hahnenwasser nehmen. Weil mit dem Hahnenwasser hat es ja logischerweise Kalk drin, mehr oder weniger. Und das destillierte Wasser sollte kalkfrei sein und auch mineralienfrei. So, die Filme sind aufgehängt zum Trocknen. Die bleiben jetzt über die Nacht da hängen. Und dann schauen wir es dann an, wenn sie dann trocken sind. Was ich noch gesagt habe, wegen diesen Kerben in der Filmkassette, das zeige ich euch gerade mal. Und zwar sieht man jetzt hier, wenn ich es dann schon aufkriege, sieht man jetzt hier die zwei Kerben, die es jetzt mitbelichtet hat. Da weiss ich, das ist Bild 2. Da kann ich anhand von meinen Daten, die ich aufgeschrieben habe oder auf dem Video habe, kann ich schauen, was ich da für Belichtungsdaten genommen habe. Also was für eine Belichtung, was für eine Zeit. Da kann ich das nachvollziehen. Und da wäre es jetzt Bild 4. Da Bild 1. Und dort dann Bild 2. Das ist im Prinzip einfach und simpel. Und das hilft einem enorm.